Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Volksschule Gmünd, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Im Riesenwald. Ein Riese namens Willi lebte im Riesenwald. Die Menschen auf der Burg Schlotterstein hatten große Angst und wollten ihn bekämpfen. Er sah auch wirklich furchterregend aus. Willi war darüber sehr traurig, denn er wollte ihnen doch gar nichts tun. Oft saß er am Burghügel und dachte nach, was er wohl tun könnte, um die Situation zu ändern. Vielleicht sollte er sie zu einer Party einladen. Oder zum Versteckspielen auf der alten Burg. Aber immer wenn er den Menschen begegnete, warfen sie Steine nach ihm. Oder riefen ihm: Verschwinde! Wer war dich ja nicht? Zieh Leine! Du Dorftrottel! Lass uns in Ruhe! Er traute sich nicht mehr aus dem Haus. Er versuchte alles, um sich mit ihnen anzufreunden. Er schrieb ihnen sogar einen Brief. Doch die Leute dachten, dass dies eine Falle wäre. Eines Tages ging seine Frau gemeinsam mit ihren Raben Fidelius Beeren pflücken. Aber leider waren auch die Menschen im Wald. Sie kamen mit Schwertern und lautem Gebrüll auf die Riesin zu. Schnell lief die Riesin zurück ins Haus, aber der Rabe flog davon, weil er sich so erschrocken hatte. Tagelang kam er nicht nach Hause. Deshalb gingen Bertra und Willi gemeinsam in den Wald, um ihn zu suchen. Sie bogen die Bäume zur Seite, hoben die Büsche auf, und schauten nach, ob er sich darunter versteckt hatte. Immer wieder riefen sie seinen Namen. Fidelius! Fidelius! Doch Fidelius blieb verschwunden. Willi fragte auch alle Waldtiere. Habt ihr vielleicht unseren Raben gesehen? Doch sie sahen ihn auch nicht. Da wurden die beiden immer trauriger und nach einiger Zeit auch immer wütender, weil sie ihren Raben einfach nirgends fanden und sehr vermissten. Willi dachte, wahrscheinlich sind die Menschen schuld, dass Fidelius uns verlassen hat. Schnell machte er sich mit Bertha auf den Weg ins Dorf, um mit den Menschen zu reden. Als die beiden dort ankamen, rief ihm der König mit lauter Stimme zu. Herr Riese, wir brauchen deine Hilfe. Am Dorfplatz sitzt ein riesiger Rabe, der uns alle Vorräte wegfrisst. Nimm ihn bitte mit in den Wald. Da erblickte Willi seinen Freund Fidelius. Er und seine Frau waren nun überglücklich, ihn endlich wieder zu haben. Behutsam hoben sie ihn auf und spazierten zurück in den Riesenwald. Seit diesem Tag leben die Menschen auf der Burg Schlotterstein und die Riesen im Wald friedlich zusammen und helfen sich gegenseitig, wenn es notwendig ist.